Das Erntedankfest in Wattens von 1998 wurde mit der Weihe der bäuerlichen Produkte und Industrieprodukte bei der Laurentiuskirche mit anschließendem Festgottesdienst gefeiert. Erntegaben bestehen aus landwirtschaftlichen Produkten, einem geschliffenen Schwan von der Firma Swarovski und Papierrollen von der Papierfabrik Wattens. In Wattens ist es schon lange Tradition, dass bei der Erntedankfeier die Erntedankkrone von den Bäuerinnen von Wattens aufwendig aus Getreidegarben, Blumen und Feldfrüchten hergestellt werden, die bei der Prozession von den Jungbauern und der Landjugend Wattens von der Laurentiuskirche zur Marienkirche mitgetragen werden. Geschichte. Wie viele christlich geprägte Feste hat auch das Erntedankfest vorchristliche Vorläufer. Bereits im Römischen Reich, im antiken Griechenland und in Israel waren Rituale zum Erntedank bekannt. Die Christen übernahmen den Brauch und integrierten ihn in den christlichen Glauben. In der Regel am ersten Sonntag im Oktober dankt der Mensch Gott für seine Gaben. Mit dem Erntedankfest soll in Dankbarkeit an den Ertrag in Landwirtschaft, Industrie und Gärten erinnert werden und auch daran, dass es nicht allein in der Hand des Menschen liegt, über ausreichend Nahrung zu verfügen. Der Mensch ist nach wie vor verantwortlich für die Schöpfung und muss sorgsam mit ihr umgehen. Das Erntedankfest kann Anlass sein, über die Abhängigkeit des Menschen
von der Natur, darüber nachzudenken und dankbar zu sein für den Wohlstand in der Gemeinde. Anschließend wird der Gottesdienst zelebriert von Pfarrer Josef Botaf mit den zahlreichen Gläubigen in der Marienkirche gefeiert.